Hallo und herzlich willkommen zum vierten Nuked-Event. Hier haben sich schon einige Leute zusammengefunden. Es sind gerade 6 Leute. Miss Lox und mich gerade abziehen von den achten hier. Und wir wollen dann so langsam beginnen mit dem Auswahlverfahren. Der Livestream müsste jetzt auch schon gestartet sein, oder? Jo, ich hoffe. Du Ich hoffe, man hoffst. hört jetzt auch Musik und uns beide zusammen. Ach verdammt, ich habe Wenn auch die das nicht so Musik. ist, dann sagt bitte einen Ton. Ich habe den Chat offen, ich sehe ja alles. Ich muss bei mir auch kurz Musik anmachen. Die wird jetzt kurz zu laut sein. So, jetzt habe ich Musik mit dran. Genau, wenn zu laut, zu leise, dann redet mit mir. Ich höre leider nur meine Kopfhörer. Du hörst? Was? Ich höre meine Kopfhörer. Genau, ich Du höre. hörst. So, schön. Gut, wir haben jetzt ein paar Leute hier auf dem Server. Ich schaue gerade nochmal, ups, ins Teamspeak. Im Teamspeak sind auch ein paar. Warte, kann ich auch mal Dann gleich werden wir schauen. uns jetzt gleich mal kurz dazu gesellen. Bevor wir das aber tun, mache ich den Moment. Da ist ein neuer dazu gekommen, sind jetzt noch 7. Lox ist ein bisschen laut. Laut, Du ich bist bin gerne laut. laut. Du bist sehr präsent. Ja. Mein Mikro schon wieder verstellt. Natürlich auch sein. Ah, Quatsch. Es ist etwas schwierig, dem Nö. Chat hier zu folgen, weil wir ja, glaube ich, so eine halbe Minute versetzt sind. Deswegen kommentiert der gute Kerl hier etwas, was vor einer halben Minute passiert Genau. ist. Oder gerade zu leise. Man hört mich kaum. Was? Wie, man hört mich kaum? Moment. Bin ich wirklich zu leise? Schau kurz. Na ja, okay. So, wie schaut's denn jetzt aus? Wie hört es sich jetzt an? So rum. Na, jetzt müssen wir natürlich eine halbe Minute warten, Sollte sonst es kriegt man. Ja. eigentlich besser sein, hoffe ich. Guter Kerl lacht. Okay, super. Man weiß es immer nicht. Ja, es ist besser. Okay, sehr gut. Ist besser. Gut, wunderbar. So, für alle, die nicht wissen, worum es geht, hier auf diesem Bildschirm steht, was heute passieren wird, was wir vorhaben. Kann im Dinge. Grunde jeder mitmachen, der bisher noch nicht mitgemacht hat. Jetzt ist Karten zu laut. Oh, ihr wisst aber auch nicht, was ihr wollt, Was? Ich Mensch, bin zu laut? Mädels. Was? Steht das im Chat, oder? Da. Karten Jetzt ist zu da. laut. The Frame? Dann ist es so, also wer jetzt mitspielen will, unten habe ich eingeblendet, was für ein Pack ihr braucht. Ah. Das ist das Direwolf 20 Pack auf der Version 147. Wenn ihr hier mitspielen wollt, die Serveradresse steht auch da. Ihr habt jetzt noch schnell Zeit, euch das zu installieren. Ganz wichtig ist, ihr braucht auch Teamspeak und ein funktionierendes Mikro. Ganz wichtig, wer das nicht hat, darf nicht mitspielen. Also könnt ihr Zu dann erklären, warum wir gleich noch das, mit aufs ja. TS kommen. Zu erklären, warum ihr das braucht. Ihr müsst mit uns kommunizieren, weil das, was ihr baut, ihr müsst das später erklären. Und wenn das natürlich, wenn Richtig. wir euch nicht verstehen, dann wird es nichts. Genau, Deswegen wäre jetzt das nicht schlecht, wenn ihr das wollte haben ich noch würdet. schnell das hier einschalten. So, wir sind jetzt. Guten Du, du, Tag! sieben Stück. Hallo! Ich habe jetzt mal so eiskalt meine Webcam eingeschaltet. Hilfe! Ein Ja, um die Lockdown. ganzen Leute vom Stream zu Verscheuchen, verscheuchen. ja. Ja. Soll man mich jetzt auch noch dazu schalten oder wie? Das habe ich mir schon überlegt, aber das wird, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Ja. Naja, Okay. irgendwann kriege ich das auch noch hin, keine Angst. Gut, dann würde ich sagen, teilen wir die Leute ein, oder? Beziehungsweise müssen wir dann runterrutschen? Ja, genau, wir rutschen mal im Teamspeak runter. Siehst du mich, oder? Jo. Okay. So. Hallo Guten Tag Leute. zusammen. Schweigen. Hallo. Ihr könnt ruhig mit uns reden. Ihr seid jetzt live on air und so. Hallöchen. Glaube, die sind Wir werden aber verwirrt. Hilfe, ein Logs. Wir werden aber gleich noch den Channel auf Moderated stellen, damit nicht alle Ah, ich bin durcheinander auch dabei. reden. Hallo Logs, hallo Hi Karten. Oh Orca. mein Gott, ich muss weg. So. Guter Plan. Euch gerade. Live. Hallo. Noch So, schnell jetzt muss reden, etwas. bevor sie es deaktivieren. Genau, jetzt muss ich bloß schauen, wer hier was redet. Deswegen sieht man bei mir im Bild jetzt eigentlich hauptsächlich nur den Chat, auf dem nichts passiert. Wird sehr toll für die Aufnahme, merke ich gerade. Ja, ich habe mir den Stream wieder rausgemacht, sonst hörst du alles zu oft. Ja, doppelt und dreifach. Da ist jetzt noch einer dazugejoint.
Genau. Immer alle hier rein, hier spielt die Musik. Eigentlich ja nicht. Doch, ich habe noch Musik an. Aber okay. Man hört sie nicht. Aber nicht im Chat. Egal, lassen wir das. Ich doch nichts. Ja. Huch, was war das gerade? So, wenn der Kaden dann so nett wäre und den Channel mal auf Moderated stellt, wenn es geht. Jawohl, ich stelle auf Moderated. Genau. Dann erklären wir euch, wie das Ganze abläuft. Vielleicht kennen die meisten ja schon, wie das Ganze hier funktioniert. Aber... Warte, wo ist es denn nochmal? Wo ist es denn nochmal? Ich finde es gerade nicht. Wo ist? Ihr solltet sowas vorher machen. So. Es müssen alle schweigen. So, ihr dürft jetzt nicht mehr mit uns reden. Ihr könnt nicht mit uns reden, das ist eher das Problem. Ihr könnt nicht mehr mit uns reden. Genau. So, jetzt schalte ich mich noch ein bisschen runter, weil ich bin anscheinend immer noch zu laut. Ich hoffe mal, es geht jetzt so ganz langsam. Ich habe mich jetzt hier auf 2, okay, das ist zu wenig. So, hoffe ich. Jetzt? Okay, der Ausschlag ist nicht mehr so schlimm. Gut, also, wir machen das Ganze jetzt so. Alle, die mitmachen wollen, kommen jetzt auf dem Server. Alles, was ihr dafür braucht, ist im Stream eingeblendet. Ihr könnt ja den Stream laufen lassen und ihn auf stumm schalten, weil dann seht ihr vielleicht auch so ein bisschen meine Perspektive. Ihr braucht das Direwolf 20 Pack mit Version 1.7. 147. Hab ich Mori heute auch schon gesagt. 147. Serveradresse ist logsurf.de mit dem Port 25567. Dann landet ihr hier und hier wird dann gleich die Auswahl stattfinden, wer mitmachen darf und was nicht. Die Regeln stehen hier auf dem Board, die werde ich nicht nochmal erklären. Beziehungsweise ich kann ja mal hier kurz in die Kamera halten, das könnt ihr euch dann durchlesen. Und ja, wir werden jetzt das Auswahlverfahren starten mit einem Zufallsgenerator. Den wird Kaden gleich noch programmieren, wenn wir wissen, wie viele jetzt mitspielen wollen. Und ja, dann gucken wir mal, was heute so läuft, ne? Ja. Zufall. Ich bin der Zufall, ja. Ich bin zufällig da. Machen wir es doch mal so. Die Leute, die jetzt hier schon auf dem Server sind und alles, jeder, der mitspielen will, geht aufs rote Feld. Alle, die nicht mitspielen wollen, geht aufs blaue Feld. Gut, der Kerl kann sich noch nicht entscheiden. Weiß bedeutet, du fliegst vom Server. Tja, sollte sich schnell entscheiden. Oh, panisch umgucken. Er ist jetzt auf dem grünen Feld. Moment. Grün ist auch schlecht. Okay, kann sich noch alle nicht entscheiden. Anderen Farben außer die zwei bedeuten, du fliegst vom Server. Das war eindeutig. Jetzt hockt er sich zur roten Kerze. Also rot, also will er mitmachen. Okay. Mori macht... Was jetzt? Er weiß es nicht. Entscheide dich heute noch. Wir wollen auch irgendwann mal anfangen, sonst hältst... Kann nicht so lange. Ja, vielleicht fliegst du ja auch schnell raus. Ja. Orca kann sich auch noch nicht ganz so ganz entscheiden. Orca, machst du mit oder nicht? Los. Entscheid dich. Du kannst gerne mitspielen. Du hast ja bisher noch nicht mitgespielt, oder? Richtig. Also darfst du auch mitmachen. Du hast mitmachen. Die Ehre. Ich glaube, er hat für Mori Angst. Er tötet ihn wahrscheinlich auf der Plattform. Das ist nicht unwahrscheinlich. Na komm, Orca. Na komm. Mach mit. Übrigens, Mori töten ist verboten. Sonst fliegst das du direkt vom Server. Das habe ich ihm schon gesagt, Chris ist auch noch da. Chris ist gerade aufgeschlagen. Oh, ja, was im Sinne. Man hat's gehört. Das darf sich auch noch entscheiden, ob er mitspielen will oder nicht. Mitspielen aufs rote Feld, nicht mitspielen, also zuschauen aufs blaue Feld. Ist er hier eigentlich im Chat? Im TS meinte ich. Ich töte ihn, ne? Das ist aber. Ich weiß gar nicht, wer alles im TS ist. Ihr müsst im TS sein und ein funktionierendes Mikro haben, wenn ihr mitspielen wollt. Ach, okay, er ist Drago. Okay. Ja, gut. Also, ihr müsst ein Mikro haben, das uns möglichst nicht gleich die Ohren wegbläst. Ja, guter Kerl, entscheid dich. Wir hätten jetzt 4 Spieler, also theoretisch, du müsstest nicht unbedingt. Ne, dann passt's. Okay, dann hätten wir jetzt 4 Spieler. Müssten wir nicht immer das Auswahlverfahren machen, müssten weil dann sind die... Müssten wir ja noch nicht mal auswählen. Richtig, sehr angenehm. Außer es kommt jetzt noch einer, der unbedingt mitspielt. Ich denke mal, wir haben ja Zeit, oder? Also. Was wollen wir jetzt noch warten? Wollen wir warten? Nee, ich finde... Ich kann noch wechseln. Zufallsgenerator 4 von 4, genau. Den müssen wir jetzt noch machen, so... Nee. Okay. Nee, dann würde ich sagen, fangen wir an. Oder? Es bringt doch nichts mehr, jetzt länger zu warten. Oder wollt ihr unbedingt noch warten? Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwen auf dem Stream oder im Teamspeak?
der noch unbedingt mitmachen noch will, aber... Ich bin jetzt gleich mal kurz stups, weil ihr könnt mich im Chat anschreiben, im Teamspeak, wenn ihr unbedingt noch mitmachen wollt. Soda kommt später, die ist noch auf Arbeit. Soda ist noch Arbeit, genau. Die ist hier neben mir, ist leer, da ist keiner. Oh. Kannst du mal die Kamera hinhalten? Ja, also hier, da, alles leer, keiner da. Einer muss ja Geld verdienen. Genau, wenn ich schon hier sitze und Spielchen spiele. Ja genau, wir beiden werden wieder bewerten, weil sonst macht ja keiner mit. Es will ja keiner mit uns spielen. Alleine. Ich glaube, das machen wir das nächste Mal anders. Ich habe da schon ein paar Ideen. Ja. Gut, ja, es will anscheinend sonst keiner mehr. Ich habe keine Nachricht im Teamspeak gekriegt. Wir können ja im Stream mitbewerten lassen. Ja, das müsste mal schauen, wir haben ja eh gesagt, wir wollen eine neue Nuked-Staffel dann aufziehen, wenn die hier vorbei ist. Und da werden wir sowas, denke ich mal, berücksichtigen können. Ja, das müssen wir mal besser planen. Das so spontan machen wir das jetzt nicht. Das müssen wir besser planen, wie wir das genau einführen wollen. So spontan. Genau, sonst gibt es Unstimmigkeiten und dann könnten... Dann siegt die Willkür. Das wäre unfair, genau. Mori, ich zieh doch mal die Regeln durch anscheinend. Gut. ja, dann machen wir es jetzt so. Dann gehen wir mal runter. Genau. Die Toren... Die Türen sind geöffnet. Folgen Sie uns unauffällig. Muss ja wissen, wie ich töten darf. Nein, du darfst nicht töten. Mori, wenn du jemanden tötest, dann fliegst du direkt. Also, die Leute, die mitspielen wollen, bleiben hier in der Arena stehen. Alle anderen laufen dort hinten hier durch diesen Eingang, wo ich schwebe. Alle laufen hier unten durch, die nur zugucken wollen. Hier durch, bitte. Zu den Zuschauertribünen. Zuschauer betrügen, genau. Einer nach dem anderen nicht drängeln, bitte. Nicht schubsen. Sagt er nicht schubsen. Boing. Der gute Kerl auch. Okay. Einer fehlt. Freddy, du wolltest doch nicht mitmachen. Also ab. Push. Tribüne. Push. Los. Sonst schicke ich dich. Ich mach's wahr. Gut, und die anderen, die spielen wollen, die gehen bitte hier bei mir durch die Tür. Und da springt er. So. Gut, ist noch einer da? Huch, da fehlt noch einer. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Wolltest du mitspielen oder wie war das? Nee, ich glaube, der wollte nicht mitspielen. Das ist. Wenn du nicht mitspielen willst, dann gehst du bitte geradeaus weiter. Folge mir. Genau, immer dem Karten hinterher. Der Karten führt dich ganz nett hier runter. Nein, Zuschauer. So, die anderen Spieler sind mittlerweile auf der Plattform angelangt. Genau, dann kommst du hier zum Exit raus. Freddy? Habt ihr euch schon um eine Farbe geeinigt? Okay. Ja, das ist ja praktisch. Chris ist rot. Der Virus ist gelb. Dann komme ich jetzt auch mal wieder zu euch. Orca ist regenbogenblau und Mori ist grün. Regenbogenblau? What the fuck? Regenbogenblau. So hoch? Ja, ich weiß. Captain Obvious strikes again. So, jetzt muss ich mal kurz die Leute unmuten, die hier mitspielen. Ich habe Power auf 5 gestellt, also gib den einfach irgendwie Power. Wir hätten dann jetzt noch irgendwie noch eine Gruppe machen müssen. Dog Power, ne, müssen wir nicht. Okay. Dann der Christoph. Wo ist er denn? Also Orca, da ist er. Christoph, Mori. Dann wer noch? Orca. Das passt von den Farben wirklich ziemlich gut. Er ist rot, und er ist gelb. Wer war Virus? Ah, da ist der Virus. Virus? Den kennen wir doch von... Jetzt müssten wir alle 4 haben. Sagt mal bitte alle was, damit wir euch auch hören. Hi. Das war der Orca. Das war der Virus. Darf man bei der Vorführung töten? Nein, Mori. Mori. So. Okay. Dann sind ja alle beisammen. Ihr habt alle die Regeln verstanden? Ja, nein, vielleicht? Ich glaube schon. Ja. Bitte ankreuzen. Gut, dann geht jetzt Karten mal bitte in unseren abgesperrten Bereich und verteilt die Items. Achso. Oh Mann, 4, 7. Oh Mann, wie lange habe ich das schon immer gespielt? Tja, hättest du vorher überlegen sollen. Ja. Ich will nicht mehr. Er kann ja auch wieder gehen. Zu spät. So, hier spät. Sieht man die Items jetzt mal ganz kurz. Jetzt bist du schon hier, jetzt musst du auch mitmachen. Okay, einfach nichts tun, dann verlierst du. Oder so. Okay, genau. Ich bin dein Joker. Gut, so. Für alle auf dem Stream. Das hier schon? Ach, das geht schon. Ihr könnt gerne nebenbei Fragen stellen. Das Ding schaut cool aus. Ich hab den Chat offen. Wenn möglich, den Ingame-Chat freihalten und nur im Stream fragen, weil dann ist das Ganze hier so ein bisschen geordneter, weil wenn alles von links und rechts kommt, ist das ein bisschen viel. So.
Was? Aber hier ist leichter. Achso, das Modpack wahrscheinlich. Wer räumt denn hier gerade sein Zimmer um? Das ist gerade bei mir. Die sind gerade bei mir was im Kühlschrank am Einräumen. Achso, okay. Die sind etwas schwer. Okay, die Items sind alle eingefüllt in die Goldenen. Erste Runde ist verteilt? Jo, ist sie. Gut. Also, ihr kennt alle die Regeln. Wir machen es heute so. Und zwar, im Moment, ich brauche mal die richtige Fernbedienung. Einmal, wo ist er denn? Da. Wir schicken euch hoch und gleichzeitig drücke ich den Buzzer. Das heißt, 5 Sekunden und dann fängt die Runde an. Ja, also ohne großartiges Erklären. Wir wollen mal hier ein bisschen Action sehen, damit es gleich losgeht. Sobald ihr oben seid, drücke ich den Knopf und es geht los. Ihr wisst alle, wie es funktioniert, das Spiel. Ich drücke hier. Ich dann gleich noch in den anderen Channel. Bitte euch selbst muten. Na, also ihr könnt auch gern miteinander reden, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich was hilft. Euren Gegnern oder euch selbst. Und drauflenken und so. Ja, keine Ahnung. Also ich schiebe euch dann in den Channel runter und dann mache ich das gleich mal jetzt. Moment. Okay. Einmal der da. Da warte ich noch mit den Porten. Der da. Und der da. So, die anderen Spieler, beziehungsweise die Zuschauer, lasse ich hier im Teamspeak gemutet. Ihr könnt ja schreiben und so weiter. Und gut, dann, Kaden, legt den Schalter um. Ding. Da müssen sie alle weg. Ich drück das Knöpfchen. Ich mach wieder zu. Sind jetzt so. Alle oben, oder? Genau, und es geht los. Jo. Du hast mich vergessen. Du hast Christoph vergessen. Ich hab Christoph vergessen. Du hast Chris vergessen. Das war Drago, glaube ich. Im Dingens. So, ich hab den falschen Christoph. Anscheinend. So. Letzter. Ups. Virus ist so. Richtig, Ork ist richtig, Morg ist richtig, Drago ist auch richtig. So, jetzt habe ich selber nochmal genau, geschaut. Genau, gut. Ja, dann schauen wir uns mal an, was die werten Herren heute bauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir uns dabei gedacht haben. Haben sie einen Hopper, einen Item-Detektor und ein Buch. Ach ja, genau, das da. Okay. Haben wir denen eigentlich das Zeugs gegeben dazu? Weiß zu dem, was nicht. Wir gedacht haben? Weiß ich nicht. Egal, mal schauen, was rauskommt. Ich weiß nämlich auch nicht mehr. Das ist nämlich schon eine Weile her, seit wir die Items ausgewählt haben. Genau, das ist 2 Wochen her oder sowas. Ja. Moment, ich schau mal kurz nach, ob das Zeug drin ist. Okay. Nochmal für die Zuschauer, also die es noch nie gekannt haben. Hier sieht man jetzt die Restzeit. Jeder kann es auf seiner Seite sehen, wie lange er noch Zeit hat. In dieser halben Stunde müssen sie mit diesen 3 Sachen, die wir euch gerade genannt haben, ein Konstrukt bauen. Was die damit machen, ist denen recht freigestellt. Zu deren Verfügung haben sie zum einen standardmäßig einen Eisenofen, ein Project, wie heißt es nochmal? Ich habe nachher ein Project Table und eine normale Kiste zur Verfügung gestellt. Alles andere dürfen sie sich von hier unten nehmen. Hier sind 6 Crystal Chests, einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite, denn da ist genau das gleiche drin, die gleichen Mengen. Und hier jeweils auf jeder Seite Maschinchen. Das sind Gemeinschaftsmaschinen, da dürfen die frei drüber verfügen. Genauso wie hier die Laser mit dem, dem Architect Table und den Electric Alloy Furnaces. So wie hier, was haben wir nochmal? Genau, Liquid Transposer und Mako Crucible hatten wir auch noch rumstehen. Genau. Und genau, ansonsten wird aber nur auf der eigenen Plattform gebaut. Auf der hier, auf dieser Steinplattform wird nicht gebaut, nur auf der Eisenplattform hier mit der entsprechenden Farbe natürlich. Gezählt wird natürlich nur das, was auf der eigenen Plattform steht. Sonst wäre ja. Unsinnig im Grunde. Ja, richtig. Wie alle Orca zuschauen, es regnet schon wieder, was gleich wieder geändert wird. Okay. Ich könnte mal hier meine Regel ein bisschen leiser machen. 10% vielleicht. So. Dann bin ich mal gespannt. Mori baut gleich mal eine Wand aus Öfen. Mal schauen, was. Richtig, das hatten wir ja die letzten Male schon. Ja, das ist ja nicht verboten. Jeder darf sich Grunde hier hinstellen, was er will. Du kannst hier auch einen Atomfusionsreaktor hinbauen, wenn du die Zeit dazu hast, aber was Nein, bringt Mori dir was anderes? Mori darf das nicht. Wir wissen ganz genau, was passieren könnte. Mori, wenn du hier die Karte zerstörst, dann fliegst du auch raus. Nur so. Mori ist ein bisschen ehrlich bei solchen Sachen, sagen wir es mal so. Ein bisschen? Bisschen, genau. Bisschen? Wir hätten vielleicht noch Nuked ausstellen sollen, dass es craftable ist, oder ist es ausgestellt? Ach ja, genau. Mach nochmal schnell die Nuke schon mal scharf. Genau, genau, stimmt. Am Ende der Runde, soll ich vielleicht auch noch sagen, kommen die Leute hierher. Übrigens, das habe ich gar nicht vergessen, dir zu sagen. Habe ich vergessen,
Egal. Ich habe vergessen, zu sagen, dass das wir passt. Das mit der Punkteverteilung machen wir intern. Das sagen wir nicht im Stream oder in der Aufnahme. Richtig. Genau. Damit es spannender wird. Genau. Dann stellen sie sich nämlich hierher. Und der, der sozusagen genuked wird, daher der Name, wird dann hier rüber teleportiert zu dem netten Nuke-Ding hier und fliegt in die Luft. Zu unserer dicken Bertha. Die dicke Bertha. Genau. Boom, genau. Freddy hat's erfasst. Dann macht's bumm. Ich werde gerade die Punkte dann im Teamspeak-Chat schreiben, sodass ihr das nicht sehen könnt. Der schreibt es aber privat und nicht öffentlich, gell? Also direkt an mich schreiben, meinte ich, damit die anderen es nicht lesen können. Es soll ja für alle spannend sein. Natürlich. Ich weiß ja im Grunde dann auch nicht, wer rausfliegt, weil Kaden ja seine Punkte mir nicht sagt. Richtig. Ich schweige wie ein Grab. Genau. Das ist selten, aber ich kann das. So, ich muss mir gleich meinen Zettel zurecht machen. Ja gut, also bisher ist noch nicht viel los. Am Anfang ist das immer ein bisschen schwierig. Nein, der Grave Mode ist nicht drauf. Und das wäre auch egal, weil danach dem Tod wird die Karte sowieso neu gestartet, damit die Items wieder aufgefüllt sind. Ja. Werden wir dann in der neuen Version ein bisschen anders regeln. Ja, da wird sowieso viel anders werden. Genau. Mal gucken, wie wir dann die Map aufbauen. Hätte man Friedhof bauen können. Aber ja, natürlich darf man auch den Stream hören. Ja, genau. Das ist nicht verboten. Wir sagen ja im Grunde nichts. Also die Spieler, die bauen, die können gerne hören und sehen, was wir sagen, weil es wird ihnen großartig nichts bringen. Richtig, außerdem ist es eine halbe Minute versetzt, also es genau. Bringt sowieso nicht herzlich viel. Ich kann ja mal hier gucken, was der Mori hier so in die Öfen schmeißt. Das würde mich jetzt gerade auch gerade interessieren. Kupfer, okay. Kupfer, Kupfer. Was? Und? Zinn. Okay. Optifine ist nicht drauf. Doch, ich habe Optifine drauf. Also wir Optifine müsst ihr selber installieren, wenn ihr das haben wollt, weil Optifine eine Mod ist, die beziehungsweise die gern mal rumzickt. Von Optifine geben die die Permissions nicht, oder? Ja, geben keine Permissions für ein öffentliches Modpack. Ja. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht so kompliziert zu installieren. Nein, das nicht, ja. Das nicht, aber das ist auch das, was wir mal gesagt haben, ist, warum wir den Ticket Launcher nicht mögen, oder ich zumindest. Das ist schön und gut, wenn man sich selbst ein Modpack zusammenstellt, ja, für sich jetzt privat oder für ein Let's Play, so wie wir es gemacht haben. Wir haben ja auch die Modliste auf meinem Blog verlinkt und Logs haben wir Clay vergessen. Weiß gar nicht, haben wir Clay? Ich sehe es zumindest gerade nicht. Dann packen wir doch noch ein bisschen Clay rein, oder? Clay fehlt, Tatsache. Ja, Mori, warte, wir machen es gleich rein. Ich pack's in die Kiste Cobble Sand und so weiter. Ja. Wo bist du denn da? Clay. Wie viele Stacks packst du rein? Ach, ein paar. Okay. So wurscht, wie viele. So. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Clay reingepackt. Ja. Ihr müsstet jetzt alle Clay zur Verfügung haben, eigentlich. Huch, ich bin irgendwie auf Shift. Und Clay ist drin. Jetzt muss ich mal. Ich nehme mal kurz hier so eine. Wie konnten wir Clay vergessen, by the way? Ich habe keine Ahnung. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Dann denkt man sich, hat man das jetzt schon? Ja, manche Sachen vergisst man einfach. Was setzt man voraus und was muss man sich erst craften? Das machen wir gar nicht so einfach. Und da kann man schon mal was vergessen. Ich bin zwischendurch ich weiß, warum ich abgehackt bin, wahrscheinlich. Moment, dann muss ich diese blöde Rauschsperre ausmachen. Stimmt, ich muss mal hier. So, jetzt müsstet ihr eigentlich alles hören. Das Grasser ist auch da. Ich muss mal hier in den Chat schauen Stream. So ab und zu. Ja, das ist ein bisschen laut, also nicht, das war vorher. Guter Kerl. Die ersten 10 Minuten sind fast um. Wäre Greg-Tag drauf, könnten die doch einen Fusionsreaktor bauen. Nein. Ups. Wir wissen schon, warum wir manche Mods. Der Krankenwagen ist bei mir. Entschuldigung. Ja, ich habe wieder irgendjemanden umgebracht. Was? Mal wieder so nebenbei. Zwischendurch. Genau, schon wieder. So, was wird hier gemacht? Hier wird immer noch Eisen. Ich finde es interessant, was hier so gemacht wird. Es ist immer, am liebsten würde ich jetzt in die Köpfe reindenken. In die Köpfe reindenken gleich? Ich will denken wie die anderen. Denken wie die anderen. Ich weiß nicht, ob du so denken willst wie Mori, aber manchmal wäre das schon ganz hilfreich zur Prävention. Mehr TNT. Chris hat auf jeden Fall schon mal eine Kiste, eine Wooden Pipe und eine Engine zum Rausziehen. Weiß nicht, sollten wir überhaupt sagen, was sie schon haben? Oder sollten wir es unkommentiert lassen? Wie was sie schon haben? Achso, ach nee, Schmarrn, wir haben ja sowieso 30 Sekunden unkommentiert lassen.
ja, bin ich eigentlich auch dafür, dass wir umkommentiert lassen, was die da schon haben. Und einfach nichts dazu sagen, sondern einfach nur so ein bisschen anschauen. Gut, dann stelle ich mich jetzt hier hin und gehe eintrinken. Tschö. Tschö. Wir sehen uns dann in, Moment, ja, in 21 Minuten und 35 Sekunden wieder. Erstmal eine rauchen. So, ich schaue hier nochmal in den Chat. Erstmal eine rauchen, wa? Du bist jetzt nicht mehr abgehakt und er hört auch kein Rauschen mehr. Ja, das habe ich auch schon. Klocks war das Fabian, oder? Manchmal sind diese Tools, so Rauschunterdrücker und so weiter, sind eigentlich eher suboptimal. Ja. Übrigens, falls noch Leute jetzt mit in den Chat gekommen, also mit in den Livestream gekommen sind, ihr könnt auch hier auf die Karte drauf, ihr könnt hier auch wie die anderen hier, wie Jarl Kaladar zum Beispiel, oder da drüben ist, glaube ich, der gute Kerl und der Black Ray, ihr könnt hier auch als Zuschauer mit genau direkt dabei sein, wenn ihr das wollt. Ich glaube, bei Logs stehen die ganzen Daten im Stream, wenn ich es recht im Kopf habe. Richtig. Läuft alles hier unten durch. Irgendwo da, hier, glaube ich. Ich habe mir ja letztens so einen schönen Frame gebastelt. Kackraucher. Ja, shit happens. Mir gefällt's. Ich sage immer, jeder braucht mal einen Laster. Deine Meinung, okay. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt, was das hier alles wird. Mhm. Chris, okay. Mach mal das hier. Mhm. Die dürfen ja dann, müssen ja dann später erklären, was die da hier machen wollen sollen. Genau, die müssen uns ja erklären, was sie sich dabei gedacht haben. Was sind das für Blöcke in der Mitte der Plattformen? Meinst du. Ach so, jetzt, das sind Uranblöcke, ja. Die sind ja noch nicht radioaktiv. Warum haben wir da nochmal Uran hingetan? Ach genau, ich glaube, weil die durchlässig waren, weil unten drunter, das kann ich auch mal kurz zeigen, ist nämlich Glowstone. Nein, Schmarrn, wir haben das Glowstone, wir haben sämtliches Glowstone entfernt aus Gründen. Weil ist so. Ja, aus speziellen Gründen. Derjenige weiß, warum. Und ja, die haben wir da Inverted White Lamps jetzt reingetan und weil die Uranblöcke halbdurchlässig sind, sind die Platten auch nachts beleuchtet. Was hier nie passiert, weil hier immer Tag ist. Also von dem her war es eigentlich schwachsinnig, aber gut. ist aber passend zum Thema, so rum. Nuke-Event. Nuken, Atom, egal. Strahlung. Strahlung. Boom. Explosionen. Deshalb frage ich ja. Okay. Manchmal, wenn wir Dinge tun, denken wir uns sogar was dabei. Was? Verstehe ich nicht. So. Glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch. Ich frage mich ja, was Mori hier macht. Will er jetzt doch eine Falle bauen? Ich bin gespannt auf seine Erklärung. Ja. Asra777, join the game. Ich sag doch, da ihr könnt alle hier kommen. Ihr müsst jetzt dann hier wahrscheinlich Lehre und denken, ja, mach mal, funktioniert das tatsächlich. Der schwebt hier gerade in der Luft. Asra. Die Eingangshallentür ist ja noch offen. Man kann dann da rein. Was ist doch normal bei dir, Kaden? Was mit denken oder nicht denken? Was soll denn das jetzt hier? Werde ich hier gemobbt? Ich lasse das mal unkommentiert. Wir sollen ja unkommentiert lassen. Achso. an den, der jetzt gerade hier dazugekommen ist, du kannst hier die Treppen runtergehen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Warte mal, komme ich jetzt hier durch? Okay, Mori setzt seine Plattform unter Wasser. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle eure Boote angepackt. Ich hoffe mal, Asra hört jetzt hier mir zu und kann hier jetzt mit runterkommen. Man kann auch mit auf den TS noch drauf, oder? Genau. Der Channel ist öffentlich, da können alle rein. Ihr könnt halt nur nicht reden. Ihr könnt uns dann direkt hören, habt dann halt keine Verzögerung. Richtig. Dann halt den Stream ausmachen, also den Ton ausmachen. An Asra, du kannst hier runter. Ich weiß ja nicht, 1,5 RAM, ja, müssten reichen. Asra left the game. Okay, dann halt nicht, dann gehe ich halt auch wieder. So. Dann halt nicht. So, an alle nochmal, an die jetzt noch. Achso, Schmarrn, das müsste eigentlich Logs zeigen, an alle die noch dazuschalten. Genau, an alle, die dazuschalten. Ich mach mal. Zeig mal kurz den Weg, wie man hier richtig zurückkommt. Ich kann jetzt hier natürlich hier meine Geheimtür-Ding benutzen. Zeig mal, wie man dann. So, also, kommt. Wenn ihr auf den Server kommt, dann landet ihr vermutlich. Moment. Warte. au, tot. Logs im Fallout Ihr landet. World, okay. Hier in der Eingangshalle. Moment. So, ich muss mich mal kurz kreativ machen. Ihr habt dann die Möglichkeit, entweder könnt ihr hier aufs Luftschiff
Aber das ist, glaube ich, ein bisschen weit weg zum Gucken. Zack. Hm. Könnt ihr hier hoch? Mit Optifine. Naja, ein bisschen was sieht man. Hm. So. Hallo, Karten! Uhu! Wo ist er denn? Ach da, oh. Hi Dogs! Scheiße, jetzt habe ich das Glas. Wollte gerade sagen. Randale, Griefer, schmeiß dich vom Server. Also, ihr könnt entweder auf das Luftschiff oder ihr geht dann hier über die Eingangshalle, über die Stufen. Ja, Freddy, ich nehme auf. Ich versuch's morgen direkt die erste hochzuladen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ansonsten halt Montag. Ihr seid dann hier in unserer Arena und dann einfach hier geradeaus durchgehen. Oh, der Sonnengott. Der Regengott. Boing. Dann hier, ich glaube, ist es kaum zu übersehen, wo man dann hingeht, hier über den Exit auf die Tribünen und dort könnt ihr euch dann frei bewegen. Ich glaube, ich weiß, was Mori macht, aber ich bin mir nicht sicher. Freddy? Freddy? Ist es besser? Entschuldigung, ich spreche es halt leicht Englisch aus. Einfach hübsch. Freddy. So, Freddy? Ist es so okay? Freddy, okay, gut. Dann nenne ich halt Freddy. Bitte. Montag reicht. Okay, danke, Mike. Das war schon Mike, oder? Ja. So, die Hälfte der Zeit ist gleich um. Da. Bei Orca steht noch nicht viel. Das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Oh, der baut halt alles auf einmal. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Da hat jemand wirklich bis zum Schluss fast nichts stehen gehabt. Genau. Und dann kam alles auf einmal. Aber dann schnell. Also der wusste dann genau, was er zusammenbauen will, ne? Das ist bei Orca nicht unwahrscheinlich, dass er weiß, was er zusammenbauen will. Ja. Gut, Mori tüftelt halt sehr viel. Ja, ich tippe immer noch, dass es eine Spielerfalle wird. Bei Mori generell, wenn er irgendwas baut, ist es meistens eine Falle. Oder tödlich. Oder tut weh. Oder beides. Oder einfach alles. Oder es ist Mori einfach. Ja. Wir kriegen bestimmt gleich wieder einen netten Kommentar von Mori. Jetzt gemacht? Was kennt ihr diese Grafikkarten, die nach 2 Minuten auf dem Server 80 Grad hat und dann ausgeht? Ja, das ist dann taktisch blöd. Was bitte? Ach stimmt, ich soll vielleicht hier wieder mal lesen. Dann kannst du anscheinend leider nur Stream gucken, aber ich versuche möglichst alles einzufangen, was hier so vor sich geht. Ja, tödlich, okay. Astra77 joint wieder mal the game. Ja, probier's nochmal. Vielleicht, du kannst ja ein paar Icepacks auf deine Grafikkarte legen. Vielleicht hilft das ja. Direkt ein Eiswürfel drauf. Oh, nee, das ist so schön. Das hab ich früher gemacht. Ich jetzt hatte echt, mal eine Grafikkarte, die wurde immer so schnell so heiß. Das war halt im Sommer immer das Problem. Und ich hatte meinen PC offen, immer auf dem Tisch stehen. Und immer, wenn ich was Größeres zocken wollte, das war zum Beispiel beim ersten 4 damals noch, weiß ich noch, da habe ich den Benchmark-Test gemacht und da ist die Grafikkarte eiskalt sofort abgekackt nach den ersten 2 Sekunden. Boah, krass. Weil sie einfach zu warm wurde. Dann habe ich mir immer so ein Coolpack genommen, habe das in eine Tüte eingewickelt und auf die Grafikkarte draufgelegt. Das hatte gerade mächtig geleckt. Echt? Habe ich nicht mitgekriegt. Bei mir leckt so sehr, dass ich gerade Yal Kaladar und Mr. Dark RJ außerhalb. Also der Server, die Auslastung ist supi, dann liegt's an dir. Essen? Stimmt. Stimmt, das haben wir jetzt ja schon vergessen. Hast du nicht den gestellt auf Sind auf Survival jetzt gerade. Ja, aber hast du nicht auf Peaceful gestellt? So dass sie keinen Hunger kriegen? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, aber ich brauche Essen einfach für die Wie es. Ihr seid jetzt nicht mehr draußen, also weil der Jarl gerade geschrieben hat. Sah bloß so aus. Du stellst jetzt Kuchen hin. Ja! Vorsicht, the cake is a lie. Cake is a lie. So, ihr habt dann hier 3 Kuchen. Kann ich Speed 2 haben? Wieso? So zum Luffen. Dauert sie. Achso, du willst ja rumrennen. Achso, Lok, sollen wir dir ein bisschen so eine Kiste mit Speed 2 reinstellen? Kannst du mal eine Kiste mit so ein paar Speed Potions oder so rein? Speed. Was ist denn das? Potion of Swiftness, 8 Minuten lang. Sollte reichen, oder? Ja. So ein paar Stacks rein.
Und ich kann auch einfach so machen. Hey, nein, bleibst du da. Und du liegst da unten. Ah, Gott. Mach mal. Plopp. Guten Tag. Brauch erstmal eine. Ja, 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 ist ja gut. Ich brauch erstmal eine Crystal Chest. Mach mal deine Kiste. Eine hat's auch getan. Ja, 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 ist ja gut. So. Da gehen wir mal. Ja, jetzt ganz ruhig. Ich hab doch nichts reingetan. Eieiei. Bitte lass noch ein bisschen was für die anderen über. Nein, ich meine nicht das da, sondern das da. Klappt das eigentlich, wenn ich. Obwohl, dann kann man sich alle. Das ist ja auch schwachsinnig. Nein. So, Restzeit sind jetzt noch 11 Minuten. Ach so. Schaut zwar jetzt etwas doof aus für die Zuschauer. Ich bitte die Spieler darum, dass wenn der Ton ertönt, bitte runter auf die mittlere Plattform. Sofort, es wird nichts mehr gebaut, sobald der Ton da ist. Weil das sehen wir und machen es kaputt. Eiskalt. So. So. So, ich mache es immer ganz voll. So, viel Spaß damit. Jetzt mache ich wieder raus. Mein ganzer Chat voll mit Swiftness-Tränken. Ich sehe nichts mehr. So. Das ist nur Suite. Ja, das ist nur Suite 1, aber hält 8 Minuten. Jetzt beschwerst du dich auch noch, dass ich dir Speed gebe? Ich glaube, es hackt. Drogen sind nicht gut. Effekt, guter Kerl. 1000 auf mit 2. Hä? Okay. Ich glaube, ich mache das nächste Mal so Kommandoblöcke hier hin. Ja. Dauerhaft. Wenn man da drüber läuft, dass man einen Effekt kriegt. Okay, dachte ich mir fast. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Kommandoblöcke irgendwo hinstellen, dass man eben genau diesen Effekt kriegt. Ja. Beim nächsten Spiel, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe hier eh schon so viel mit Kommandoblöcken gebaut. Ja. Alles für die nächste Map. Die müsst ihr das jetzt so durchhalten mit Speed 1 tränken. Dafür halten sie 8 Minuten. So, Orca fängt an zu bauen. Oh mein Gott. Ich gehe mal kurz zu Mori, weil der hat ja immer diese recht interessanten Sachen. Okay. Okay, jetzt sind es auch noch Sticky Pistons geworden. Aus wie eine Brücke. Ja. Hier ist. Oh, ich glaube, ich weiß, was er dann baut. Der Virus ist auch recht weit. Der hat hier eine Druckplatte. Orca wird angefeuert, okay. Scheint hier der Favorit zu sein. Und Cheerleader. Asra hat gerade irgendwie Probleme. Ja, hat er ja im Chat gesagt, dass es an der Grafikkarte auch liegt. Warm wird. Ach, das ist eher jetzt da, okay. Schade. Ich räume mal auf, hier liegen leere Flaschen rum. Was? Ja, bei mir ist auch ziemlich warm. Ja. Bisschen. Sehr. Bisschen viel. Ziemlich. Boah. Ich glaube, ich ziehe mich gleich aus. Was? Das habe ich nicht gesagt. Ist schon 23 Uhr? 22 Uhr? Boah. Entschuldigung. Ah, verdammt, das fährt am Traktor vorbei. Entschuldigung, ich mach kurz das Fenster zu. Mein Fenster ist schon zu, weil sonst wäre hier wieder Hubkonzert. Hast du nicht gesehen, aber ich merke, wie ganz langsam die Temperatur hier drin steigt. Ja, sobald der Traktor weg ist, werde ich auch wieder aufmachen. Sonst, also es könnte sein, dass ich dann hier auch das Fenster aufmache und ihr ein wenig Hintergrundgeräusche hört. Das ist dann leider nicht zu vermeiden. So, Restzeit 8 Minuten, 15 Sekunden. Ich glaube, mir ist so ein bisschen vorbei. Was war das nochmal? Entschuldigung. Ich guck hier nur. Lasst mich durch, ich bin ein Schaulustiger. Ja, ich vor allem, ja. Huch. Okay. Du schaust immer lustig, ja. Natürlich. Leider sieht man das nicht in der Facecam. Weil keine da. Ach ja, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Wollt ihr das überhaupt sehen? Mich? Nie. Sagt alle ja, sagt alle ja. Sagt alle nein, sagt alle nein. Oh, 3 Stunden. Hey. Ein Lehrer mit Face. Na toll. Ich und Sota haben das schon gesagt. Wenn Karnat fertig ist und seine Schulklasse hat, dann hocken wir uns da mal einen Tag mit rein. Ja, ihr werdet direkt ausgefragt am ersten Tag. Knallhart. Da schweigt er. Filmen. Ich glaube, ich muss weg. So, ich mach mal kurz mein Fenster wieder auf. Bloß muss ich dafür aufstehen. Oh Gott. Ah, Luft. Moment. Noch mehr Luft. So, Entschuldigung, es war wahrscheinlich jetzt ein bisschen lauter. Ist Lox das wirklich weg? Nein, ich bin hier. Du sagtest auch, du musst es weg.
Achso, und das quietschende ist mein Stuhl, wenn ich mich umsetze. Nicht wundern. Deswegen, dass du YouTube hast und du bekommst viele, viele Abos oder viele, viele Hater. Ah. Je nachdem, wie ich meine Klasse mag. Das frage ich mich eh. Wenn du dann fertig bist, willst du dann mit YouTube aufhören eigentlich? Ich weiß es nicht. Es macht aber zu viel Spaß. Ich weiß es nicht. Ich gebe da keine Ding ab. Mal schauen, wie viele seine Schüler sind. Das finde ich schon mit Karten fertig. So. Ja gut, ich denke mir, er würde jetzt nicht in der Klasse stehen und sagen, hey, ich bin der und der. Nee, das werde ich garantiert nicht machen. Aber das machen ich und Sota dann. Ich lasse euch nicht in die Schule. So, jetzt muss ich noch lesen. Was stand da jetzt noch? Welche Schule? Wenn, dann ist es ein Gymnasium und dann in Bayern. Zeit. Mori, du kannst hier auf die Zeit schauen. Das bei mir gerade 6 Minuten. Bildschirm hängen. Ja, das zeigt auf jede Zeit, wo in Bayern. Bayern ist groß, ich weiß. Ja, das ist dann noch die Frage. Gesagt, ich, Karten und Sota, wir machen da eine große Let's Player WG auf. Ja, in München. Genau. Links, rechts, oben, unten. Ja, im Moment bin ich ja mehr so links. Unten. Ja. Na, eher mehr links, oder? Weiß jetzt gerade gar nicht. Es kommt aber drauf an, wo genau. Oh Gott, jetzt werde ich hier gestalkt. Ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr. Ja. was soll ich gerade sagen? Ich weiß sowieso nicht, wo ich hingeschickt werde. Es kann ja, ich kann ja, weiß Gott, wo hingeschickt werde in Bayern. Ich kann ja genauso dann rechts oben landen. Ja, im Allgäu. So, mehr sage ich jetzt aber nicht mehr. Oh. Virus, du musst nicht schön bauen, aber nun gut. Hat er es nicht mitgekriegt? Weiß nicht, ich habe sie gefragt, ob sie alle die die Regeln verstanden haben. Ups. Ich bin ganz nah dran. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, in welcher Stadt ich studiere. Also, da ja, war's da. Genau, das hattest du erwähnt. Doch, ich habe es, glaube ich, irgendwann mal gesagt. In irgendeinem Let's Play, in irgendeiner Folge. Ich habe keine Ahnung. Durchgucken. Genau, alle 2100 Videos müssen es inzwischen sein. Oder hast du es bei mir? Oder hast du es bei mir vielleicht gesagt, wo du bei mir zu Gast warst? Ich weiß es nicht. Ich folge nur die Minecraft-Videos. Wahrscheinlich habe ich sogar ein Minecraft-Video gesagt. Nur in denen labere ich so viel. Ja, dann müsst ihr meine Minecraft-Videos von der Staffel 2, ne Quatsch, von meiner Staffel 1. Genau. Da war ich mal zu Besuch, ja. Genau, da war Kaden immer mal zu Besuch. Mehr Zeit? Wieso mehr Zeit? 30 Minuten! Es gab von Anfang an 30 Minuten, hier gibt's keine Extrawurst. Freddy, was machst du da? Du kannst Warden Glass nicht zerstören. Nein, du kannst Warden Glass nicht zerstören, jetzt dreht er durch. Gut, also 4 Minuten. Ich will aber, ist nicht. Tja, Mori, die Zeit hättest du besser einplanen sollen. Jeder wusste, dass es 30 Minuten sind. Und es war noch nie anders. Wenn in der Zeit nicht fertig wird, hat er halt, naja, Pech gehabt. Ganz einfach. Das Monat habe ich schon hinter mir, als ich angefangen habe zu schauen. Skadens Hater hier. Lustigerweise hat er irgendwie aufgehört. So ab und zu habe ich ihn jetzt noch drin gehabt, aber dann war er auch weg. Nichts mehr. Recht angenehm. Hat wahrscheinlich keinen Bock mehr. Braucht noch ein Buch. Du hast doch ein Buch. Die Metz fehlt. Verkuscht mich gerade. Wir haben hier Leder, wir haben Sugarcanes, sei kreativ. In einem Monat, what the fuck? Clocks HD, warum ist er direkt wieder rausgeflogen? Das ist doch der Fabian. Clocks HD ist rausgeflogen, weil... Warte, lass mich... Clocks HD, die Konsole sagt... Die keinen Hunger mehr bekommen. Die Konsole sagt, end of stream. Huh. Falsches Pack? Achso, ich schalte mal kurz Difficulty auf 0. Hab ich schon getan. Ach, hast du schon gemacht? Achso, hast du ja. Den Chat schon gelesen? Okay. Wie lange haben wir denn noch? Keine 3 Minuten mehr. Ja, jetzt die wird's Zeit eng. Tickt. Ja, Orca hat auch noch nicht viel gebaut, ehrlich gesagt. Es wird spannend. Vor allem im unteren Bereich. War die langsam. Dramatische Musik, warte. Die dramatische. Aufgezogen, auf. Chris schaut ganz gut aus. Da steht auf jeden Fall recht viel. Orca schläft. Egal. Das schaut auf jeden Fall auch relativ gut aus. Da steht auch schon relativ viel. Jetzt lenkt Orca nicht ab. Der muss hier was tun. Hm. Bei Mori steht auch schon was, aber... Du sagst doch, er schläft. Also. Steht auch schon was. Aber, ja, okay. Der hat auch schon was gebaut. Also, Orca muss sich ranhalten jetzt. Das wird eng werden, ja. That's what she said.
Ihr könnt ja derweil alle nochmal den Stream teilen an eure Freunde. Wollt ihr doch nur an zuschauen. An die Bekannten, an die Verwandten. Liken, lernen und so. Liken, Facebook. Favorisieren. Das... Genau, abonnieren. Ich krieg eh schon die ganze Zeit E-Mails, dass mir Leute auf Twitch folgen. Ich habe schon wieder ganz viele Stalker. Okay. Ja, wir wollen das ja, das Event hier wieder öfters machen. Wir wollen auch vielleicht mal wieder öfters livestreamen. Ja. Also da lohnt es sich auf jeden Fall hier zu, wie nennt sich das? Followen? Followen. Vor allem auch auf Twitch. Followen, weil Twitch... Meinte ich ja auch. Wird automatisch eingeschaltet. Nee, nicht Twitch, Quatsch. Du kriegst eine Nachricht. Ach, Twitter? Ach so. Twitter. Es gibt aber, wie heißt Twitch Now? Da wird dir dann automatisch gesagt, dass gerade jemand livestreamt. Das habe ich nämlich installiert bei mir im Chrome. Als Plugin. Ich brauche Feder. Haben wir keine Feder? Pfui, Chrome. Sorry, das ist, so schlimm ist es nicht. Keine Feder? Doch, oder? Ja, das ist dann im Sonstigen. Tatsache. Nimm keine Federn? Ich nehme keine Drogen, was? Müssen wir jetzt Federn hier? Wenn sie Federn wollen? Gib mir ewig Federn. So. Ich pack das mal in die... Wo haben wir denn hier noch Platz? Ich pack das in die Netherkiste, auch wenn es nicht dem nicht in den Nether gehört. Eine Netherfeder. Netherfeder. So, ist drin. Achso. Ja. So, jetzt wird's eng. Drei Sekunden. Was? Wo? Oh. Ja, das hat es viel gebracht. Mäp. Ist nicht. Runter. So. Runter. Runter. Mori. Bitte alle runter. Was hat er jetzt noch gemacht? Mori, runter. Alles, was du baust, wird jetzt von mir zerstört. Runter. So, dann ziehe ich mal die Liebsten wieder hoch. Achso, wir dürfen hier noch gar nicht. Was, Chris? Chris, bitte runter. Kusch. Kusch. Alle runter, runter in die Mitte. So, sind jetzt alle unten? 1, 2, 3, 4. Okay. So. Ich spring freiwillig in die Nuke. Oh. Ach du Scheiße, ey. 30 Minuten sind schnell vorbei, gell? Ich kann das nicht mehr. Ja. Eure Server laggt irgendwie. Was, Server laggt? Ja. Locker. Ich hab eine Redstone reingetan und die Reaktion kam, als ich runtergerannt bin. Bei mir kam sie direkt. Okay. Okay, bei mir fangen wir mal an. Frustkuchen essen. Oh, Frustkuchen. Oh ja. Dann lass mal gehen, bitte. Das mit Red Power ist so lange her, ich kann das überhaupt nicht mehr. Tja, freue ich dann auf die neue Version 1.6.4. Ja, Project Red. Version. Ja, Project Red ist ja auch einfacher, das ist verständlicher. Project Red ist einfach besser. Okay, bei wem fangen wir an? Besser durchdacht. Wer will zuerst? Wer will zuerst? Wer will zuerst? Der, wo verliert, ich. Oh, ja, okay, dann gehen wir zu Orca. Fangen wir bei Orca an. Wow. Was sind nochmal unsere Kategorien? Okay. Gesetzt ist doch nicht alles scheiße. Also der Hopper ist gesetzt, einfach. Der Item Detector ist gesetzt. Was war das dritte? Das Buch. Wo ist denn das Buch? Da läuft gar nichts. Das Buch hier, ist... Hier. Das, ist, das Buch ja, ist in Hand. Seiner Hand. Okay. Mir fällt schon der Fehler auf. Okay. Hättest nur eine Maschine drehen müssen. Gut, dann, ja, erzähl mal. Kein was Dunst. Was hätte es denn werden sollen? Kein Dunst. Kein Dunst. Ich kenne mich mit Red Power nicht mehr aus. Irgendwo was rausziehen, was filtern, was anzeigen, leuchten, keine Ahnung. So, jetzt brauche ich mal kurz Teamspeak, damit ich Karten auch schreiben kann. Andere Frage, was tut es denn im Moment? So, okay. Gar nichts. Gar nichts. Der Hopper packt in die Kiste und dann ist fertig. Boah, ey. Okay, es tut gar nichts. 30 Minuten sind zu kurz. Also, dass man wirklich... Das gerade im Hintergrund. Boah. Ich hätte auch lieber eine Zuschauer machen sollen. Docs, dein Kommentar ist auch super. Damit kann man viel anfangen. Was? Wo? Welcher Kommentar? Hä? Was du mir gerade geschrieben hast auf die S-Moment, ich muss das mal selber kurz nochmal. Wie war das nochmal? Was haben wir gesagt? Funktionalität, praktisch, quadratisch, gut und. Was ist das letzte? Wer trinkt das, wenn wir so viel Milch hier haben?
Gegenstände, Funktionalität, quadratisch, ich glaube, es gut, gab auch noch einen Punkt für die Schönheit, meine ich. Nein, die haben wir rausgenommen. Den haben wir inzwischen rausgenommen. Ja. Oh, dazu bin ich geschaut. Gut, also, die Punkte, die offensichtlich sind, sind natürlich platziert oder nicht. Das heißt, es sind ja nur zwei Gegenstände platziert, der Hopper und der Detektor. Das Buch hat er noch im Inventar, also zählt das nicht. Das heißt, da gibt es schon mal nur zwei Punkte. So. Ich dachte, wir sagen das nicht. Funktioniert okay. Die Anlage? Ich fange mal an. Ich sage keine Punkte, ich fange nur mal an. Also. Ups, scheiße. Warte. Was war das letzte Punkt nochmal? Ach, umständlich. Da ist jemand aus der Welt gefallen. Aua, das war ich. Ja, ja, ich mach dir die Tür unten auf. Vor Scham. Bin durch. Machst du den Teleporter? Unten kurz an, dass er wieder hochkommt. Oh, packe. Okay. Oder so. Ja, das ist viel schneller. Hier liegt Redstone rum. So. Wo war ich? Funktionalität. Moment, ich muss hier kurz das Zeug loswerden. So. Der Hopper, wo würde das funktionieren? Theoretisch. Also wenn man sagt, man schmeißt um was rein. Aber was ist denn das? Der Filter hier ist falsch rum. Ja. Habe ich auch zuletzt platziert. Also würde das schon mal nicht funktionieren. Dann ist der. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist der Item-Detektor falsch rum? Der ist doch Item-Detektor, der ist richtig rum. Der ist richtig rum. Das ist also das würde theoretisch funktionieren. Okay. Mhm. Da ist im Moment nichts eingestellt oder ich weiß nicht, auf was er abgezielt hat, aber ja, im Grunde ist das ganz böse. Ich schreibe Karten jetzt mal meine Punkte dafür. Krieg ich überhaupt einen Punkt? Es heißt ja 1 bis 10. Also kriegst du einen mindestens. Ich weiß nicht mal, was die Zeichen hier bedeuten, die Einstellungen. Weil bei die Zahl, die du mir gerade geschrieben hast, ist sie für die Funktionalität oder für das davor? Punkt? Nein, das erste. Das sind. Ich schreibe meine Punkte komplett nacheinander. Also das war gerade Funktionalität. So, quadratisch praktisch gut. Was gebe ich denn da? Naja, es ist jetzt mal nicht quadratisch. Es ist aber klein. Also, okay, man könnte es wahrscheinlich noch kleiner machen. Es kommt natürlich darauf an, was man damit eigentlich bezwecken wollte. Ja, das ist ja das Problem. Wenn wir nicht wissen, was du damit machen wolltest, ist das ein bisschen schwierig. Punkte vergeben ist da, naja. Es ist naja. Moment, lass mal alles stehen und liegen. Sonst lassen wir dich fallen. Nichts verändern, das ist nicht gut. Ja, gut, was gebe ich denn dafür? Ja. Sagen wir mal. Drei. Ich habe nur mitgenommen, was ich hingestellt habe. Achso. So, und dann der letzte Punkt. Ach nee. Der letzte Punkt ist Regen. Der Himmel weint, Orca. Der Himmel weint. Das ist so traurig. Asra kommt irgendwie nicht so recht drauf, habe ich das Gefühl. Oh, ich will die rechte Hand haben. Im Grunde müsste man nur was reinschmeißen, also ist das eigentlich... Oh, das ist schwer. Wieso denn? Du musst jetzt Zugänglichkeit, bist du gerade, oder? Ja. Ja, wie zugänglich ist es? Unabhängig davon, was mit dem Rest passiert, wie zugänglich ist es? Einfach wirklich getrennt voneinander das Ganze unterscheiden. Dann? So. Zugänglich ist es auf jeden Fall. Gut, ich habe Karten meine Punkte geschickt. Okay. Orca. Soll ich jetzt meinen Senf noch dazu ablassen? Ja, mach das ruhig. Ich kann das nicht mehr tragen. Guter Kerl fällt out of the world. Okay. Wie kann der rausfallen? Das ist eine gute Frage. Ach wie doch, da hinten ist zurück zum Spawn. Klocksade hat es eigentlich geschafft. Okay, also ja, Items ist klar. 2 von 3 gesetzt. Das muss man nichts dazu sagen. Funktionalität. Klocks hat eigentlich schon gesagt, ja, der Filter ist falsch rum. Das stört so ein bisschen in der Funktionalität. Nur ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Ja, genau. Der erste Schritt, sagen wir, funktioniert noch, der nächste dann nicht mehr. Was war das nächste? Quadratisch praktisch. Nee. Was war das? Handhabung? Nee. Schmarrn. Quadratisch praktisch gut. Das ist halt. Boah. Schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist ja eine schwierige Kategorie. Weil, was wolltest du eigentlich damit machen? Was sollte das am Ende werden? Also. Mir wird Project gleich nicht mehr auskennen. Ja, aber vielleicht du wirst noch irgendwo ein Filter dran, dass er irgendwie steuert, dass es in getrennte Kisten kommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das wäre sogar noch möglich. Ja, ich kenn,
mich mit Red Power nicht mehr aus. Das ist das Problem. Ja, es geht aber nicht darum, ob du dich mit Red Power auskennst, sondern was sollte das am Ende werden? Ein Lagersystem oder was wolltest du einzeln? Sortieranlage, sag mal. Sortieranlage. Ja, okay, das wird an sich immer. Was willst du? Komm doch rein! Komm doch rein, kommen Sie rein, machen genau, Sie mit. Genau, kommen Sie rein, kommen Sie ran. Sorry, das war gerade mein kleiner Bruder. Okay. Eine neue Runde, ich mute mich jetzt, damit das nicht mehr stört. Okay. Und was ist das letzte? Zugänglichkeit. Ja. Boah. Boah. Okay. Gut, dann. Zugänglichkeit 10 Punkte, oder? Dann habe ich. Kommst überall. dann habe ich mal meins aufgeschrieben, ich rechne mal kurz zusammen. In der neuesten Version, guter Kerl. In der neuesten Version. Oh, ich glaube, das war ein Fehler, hier drauf zu kommen. Ja, wart's mal ab, du weißt das ja nicht, bei den anderen das nicht, wie es mit den anderen aussieht. Das ist jetzt Orca, der hat jetzt... Moment, wie haben wir das gemacht? Zu unsere Punkte zusammen addieren und, oder ein Ding? Alles komplett zusammen. Alles zusammen. Und also, nicht durch irgendwas teilen, sondern... Keine Durchschnittbildung, sondern nein. Das, was wir beide zusammen haben. Okay, genau. Dann habe ich Orcas Punkte jetzt. Mann. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu Mori. Genau, mach mal gegen Uhrzeigersinn. Dann schauen Sie das Koppelgebäude an. Ich brauch Buch, Karl. Du brauchst ein Buch. Wieso? Du hattest doch ein Buch. Brauch noch eins. Dann hättest du dir eins machen können. Es wären ja, Items. Wie? Gib die Mats nicht. Doch, klar. Hallo? So. Es ist Leder drin, es sind Sugarcanes drin. Ganz rechts in der Kiste. Dann, da ich es vorher umgebaut habe, funktioniert es natürlich auch so. Es ist ein Geheimeingang. Okay. Theoretisch könnte man hier noch weiterlaufen ins Nichts. Wo bist du jetzt, Mori? Das hier sollte an ein Lagersystem angeschlossen werden. Da kann man die Items gleich einlagern. Dann hier ist ein Detektor. Einmal für Buch, einmal für Redstone. Da gibt ein Signal aus, sobald Redstone reinkommt. Aktiviert die Pistons. Geheimtür geht auf. Die Pistons sind getoggelt. Da kommst du jetzt aber nicht hin. Geht okay, dafür ein Bruchteil von einer Sekunde auf, ja. Okay, also ja, das ist das Hauptproblem. Also ich lege du brauchst ein Buch, oder? Und stell mich hierher. Und hättest dann bin ich drin. What the fuck? Also sprich, die Idee ist, ich komme hier lang, schmeiß etwas Buch oder Redstone geht jetzt, oder? Genau. Also sprich, ja. Schmeiß jetzt ein Buch hier rein, geht dann hier weiter. Geht eben nicht bei der Version, muss es richtig in den Hopper reinlegen. Achso. Fährt sich hierher und eigentlich soll es dann aufgehen. Okay, Moment, das mache ich jetzt nochmal selber testen. Huch, so, geh ich hierher. Ist ein Buildcraft Hopper, ja. Ja, Buildcraft Hopper. Ich hab's jetzt reingelegt, warum passiert jetzt nichts? Ah, jetzt da. Es hat irgendwie Probleme, ich weiß nicht, wo das Signal. Aha, also es funktioniert manchmal. Theoretisch funktioniert es immer. So, jetzt probieren wir es nochmal. Praktisch nicht. Probieren wir es nochmal, ich leg ein Buch rein, hier, ich müsste mich hier irgendwo hinstellen. Also bin ich hier unten, okay. Und was macht das jetzt? Das nimmt jetzt das Buch und sortierst es noch irgendwie ein, damit ich später wieder hab, oder? So da war die Idee. Da würde es irgendwo in ein Sortiersystem oder in ein Lager fließen. Also es geht hier rein, geht hier in die Kiste, wird hier durch den Filter rausgezogen, in den Item-Detektor, der hier das Signal für das Ding ausgibt. Okay, damit ich das mal kurz... Das heißt, man kommt nur rein, wenn man weiß, man braucht Redstone oder ein Buch. Genau. Ja. Ich müsste hier irgendwo noch das Signal zu einem bestimmten Länge ändern, dann würde das Ganze laufen. Okay. Ja, dann, Lox, Sie haben die Ehre. Ich hab die Ehre. Du hast die Ehre, ich muss hier noch aufschreiben. Mori ist jetzt dran. Mori, gut, dann schreibe ich auch mal kurz. Also im Grunde, es funktioniert. Handhabung. Ja, gut, ich sag mal, das lasse ich jetzt mal außer Acht, weil der Buildcraft Hopper das Zeug leider nicht alleine einsaugt. Ja. Aber das lasse ich jetzt mal außer Acht. Im Grunde sagst du, schmeißt jetzt ein Item rein. Dann geht hier der Geheimgang auf. Gut, also Items waren ja im Grunde alle platziert. Hast du heimlich geübt? Der hat sich drauf vorbereitet. Funktionieren. Sagen wir mal so. Hätte ich auch tun sollen. Auch gut. Quadratisch praktisch gut. Grunde ist das sehr kompakt aufgebaut hier mit der Kiste und dem. Auf was ist denn der Timer eingestellt? Auf 3 Sekunden. Ja? Ach, ist noch ein Timer. Okay. Ach, der überprüft. Aha, okay. Nein, der aktiviert nur den Filter dauerhaft immer wieder. Dass das halt nur rausgezogen wird, ja. Okay.
Okay, hier. Bei mir dreht hier. Sich das irgendwie gar nicht. Ja, das ist ein Bug. Das ist ein Anzeigefehler bei okay. Redpower. Okay, dann quadratisch praktisch gut. Was gebe ich denn da für Punkte? Hm. Da fließt nochmal Redstone rein. Okay. Gebe ich so viel und umständlich wieder dein Orca. Hand haben. Braucht aber lang. Ich glaube, Runde kommt man hin. Es ist auf 3 Sekunden bei 3, das heißt insgesamt 9 Sekunden. Hast du schon? Nein. Eigentlich? Geschrieben? Weil ich habe es nicht geschrieben. Achso, du hast. Der letzte Punkt fehlt noch. Ja, sehe ich es gerade. Ich wollte jetzt nicht bloß die ganze Zeit im TS rumhängen, weil sonst sieht man hier bloß immer den tollen Chat. Und sagen wir mal. Sagen wir mal. Ja, okay. Moment, jetzt muss ich nur kurz noch dein Ding aufschreiben. So, dann bin ich jetzt dran, mein Urteil. Also, was klar ist, Items sind alle verbaut, das kann man nicht sagen. Funktionalität, okay, wenn ich es hier reinschmeiße, was soll man machen? Das funktioniert, ist aber noch verbesserungswürdig, weil hier dauert es ein bisschen lang vielleicht. Okay, kann man, das ist vielleicht Geschmackssache, aber bei Orca hat man es gerade schön gesehen, hat Schaden bekommen. Das ist vielleicht etwas unoptimal. Suboptimal. Was auch suboptimal ist, ist das Geräuschspiegel im Hintergrund. Die ging zu schnell zu. Okay, ja. Ach so, ja. Da können wir noch ein bisschen dran feilen. Ansonsten, das hier unten funktioniert ja. Ein Timer, das geht dann hier lang und das öffnet es ja. Das, was es machen soll, macht es auf jeden Fall. Ja. Auch mal so. Dann, was haben wir dann? Handhabung. Ja, okay, wie Lox gesagt hat, hier hast du eigentlich bloß den Hopper, wo du reinschmeißen musst. Okay, du musst halt wirklich aktiv den Hopper öffnen, das liegt aber halt an der Mod, da kann man nichts eigentlich für machen. Und dass es so ein bisschen versteckt ist, das soll ja wegen der Geheimtür sein. Also von dem her, für denjenigen, der es weiß, der weiß, wie er da dran kommt. Okay. Von dem her machen wir das mal so. Und zu... Ach man, das war jetzt... Moment, jetzt habe ich gerade Zugänglichkeit mit Handhabung verwechselt. Scheiße. Quadratisch praktisch gut. Retzer, wie das hier aufgebaut ist. Jetzt soll ich vielleicht meine Beschriftung hier richtig rummachen. Ja, was soll man da sagen? Also. Ja, Moment. Ich weiß ja, was Loks gegeben hat, deswegen ist es gerade so ein bisschen blöd. wenn ich es vielleicht ein bisschen davon beeinflussen lasse. Ich glaube, ich soll das erst am Schluss anschauen. Das beim nächsten Mal. Ja. Ich sag gerade gar nichts dazu, gell? Nein. Es ist kompakt. Also, das ist keine riesige Anlage, das passt eigentlich. So, gut, dann habe ich jetzt meins. Lox hat auch seins. Ich rechne gleich zusammen. Derweil können wir schon mal rüber zu. Wer war rot nochmal? Chris. Ich, Chris. Genau, zu Chris fliegen. Derweil rechne ich zusammen. Du fliegen, wir laufen. Genau. Gut, sag an. Da steht mehr als bei mir. Das, ja. Ich will jetzt nicht böse sein, aber das war jetzt nicht so schwer. Stimmt doch auch. Steht mehr als bei das, mir. Das ist ja das Problem, dass der Hopper nicht verbaut ist, aber man tut halt... Marie. Warum, das was machst du da schon wieder? Keine Absicht. Man tut halt Items in die Kiste rein, es wird rausgesogen, in den Item-Detektor wird es ausgewertet und je nachdem, was das richtige Item wird, wird es durch den Filter rausgezogen in den Ofen. Was zum Beispiel jetzt mal so macht. Also das heißt, du schmeißt ein Item rein. Was ist denn hier drin? Okay. Und wenn halt das falsche Item drin ist, dann wird es halt einfach nicht rausgesogen. So, testen wir das direkt mal. Ich schmeiß mal Kobbel rein. Kommt einfach nicht weiter. Ja, jetzt ist das ganze System auch für den Arsch, wie es gerade ausschaut. Ich habe jetzt gerade einen Kobbel reingeschmissen. Das blockiert das System. Das blockiert das System. Ja. Etwas suboptimal. Zu wenig Zeit, ich hätte das auch sonst noch ausgebaut. Hier ein Item rein, das blockiert jetzt das ganze System. Ja, das ist der Kobbel, der nicht weiß, wohin soll. Ja. Ja, das wollte ich mal kurz testen. Was ist denn das? Ist halt ein bisschen zu wenig Zeit dafür. Haben wir eben 3 Stunden überlegt, was der Item-Detektor macht. So, Buch hat es wahrscheinlich schon aufgebaut, Entschuldigung. Wie man einstellt, oder funktioniert das ganze Zeug? Ofen ist offen. Item-Detektor. Minus Gold. Es kann natürlich sein, ja, dass jetzt ein anderes Metall noch drin ist. Nein. Nicht? Hm. Das funktioniert gerade gar nicht mehr.
Okay, also wenn man was Falsches reintut, dann funktioniert das ganze System schon gar nicht mehr. Ja, zu wenig Moment. Zeit. Okay, lag an der Zeit. Okay, Moment, wie bewerten wir gerade? Man kann es auch ganz einfach lösen, wenn man es so macht. Zum Beispiel gerade ein anderes Metall. Nee, da hättest du es das falsch gemacht. Du hättest das dem Ding machen müssen. Ja, das ist mir schon klar. Ja, soll ich anfangen? Ja, mach. Ich muss noch mal aufschauen. Gut, wo ist das Buch? Das fehlt auch. Gut, das heißt, du hast nur ein Item. Heißt, dort gibt es auch nur einen Punkt. Dann. Funktionalität. Also so wie es jetzt läuft, funktioniert es ja. Eigentlich. Ist dem Eisenofen kommt nein. Nein, tut es nicht, weil wenn der Ofen voll ist, schickt er das nämlich... Achso, das stimmt, das pendelt jetzt da. Das pendelt sowieso nicht, weil er voll ist, aber das Problem ist eher, dass das Gold hier jetzt nicht rauskommt. Naja. Ach, da gibt es sogar ein Assembly-Table. Oh, wenn, dann müsste man das sowieso von rechts rausziehen. Nicht von unten. Das habe ich auch schon probiert, es würde auch nicht gehen. Ja, ja, du brauchst aber noch etwas, was es rauszieht, aktiv. Ich weiß. Richtig. Nur, dass man sich halt die detaillierten Mod-Items nicht anzeigen lassen kann, weil... Praktisch hätte ein Retriever nicht sein müssen. So, quadratisch oder schon kompakt. Der ist rostig. Was ist denn hier dran stehen? Ein Filter, okay. Du hättest auch einen Filter direkt hier dran bauen können, um dann wieder mit Redstone-Signal rauszuziehen. Hier war vorher auch eins dran, das ist es ja. Ja, nee, wenn du einen Filter nimmst, dann muss er direkt an der Maschine dran sein. Ah, ja. Der Filter muss direkt an dem Inventar angeknüpft sein, sonst zieht er nicht. Ja, ja. Der einzige, der von einem entfernten Inventar ziehen kann, ist der Retriever und der braucht aber Bluetricity. Richtig. Ich weiß. Keine Zeit. Okay. Dass 30 Minuten doch so kurz sein können. Das ist keine Entschuldigung. Doch, es ist eine. So, Docs, bist du schon durch? Also ich schaue jetzt extra nicht. Fang du an. Ich mach also, mal ich hatte. Okay. Eigentlich hatte ich. Also Funktionalität, okay, solange das die richtigen Items drin sind, macht das, was es machen soll, zumindest bis zur Iron Furnace. Das schmilzt dann die Items, bis halt die Kohle ausgeht, weil da ist ja gerade auch kein Zugang zu passiert, aber das war ja jetzt gerade nicht Teil. Das kann man ja noch extra machen. Es wird halt nicht rausgezogen, was ein bisschen schade ist. Und ja. Wie gesagt, der andere Fehler ist halt, falls was anderes reinkommt, dann funktioniert das ganze System nicht mehr, was so ein bisschen die Verfehlung vom Item-Detector dann ist. Also, sagen wir so, der macht dann keinen Sinn mehr, weil du musst dann sowieso das Richtige reinschmeißen, dann macht der Item-Detector sowieso keinen Sinn mehr. Also, meine Meinung. Weil du musst ja jetzt, was ist es, Eisen, Gold oder Kupfer reinschmeißen, damit das ganze System überhaupt funktioniert. Wenn du was anderes reinschmeißt, dann... Haben wir gerade schon gesehen, funktioniert alles nicht mehr. Also von dem her, das hakt schon ziemlich an der Funktionalität, meines Erachtens. Machen wir es mal so. Dann kompakt. Ja, so wie es aufgebaut ist. Okay, du hast hier ein Ding. Ja. Okay, du hast halt hier erst ums Eck geführt, damit du halt nicht das Ganze so länglich hast. Okay, machen wir mal so. Und zugänglich. Okay, du musst hier eigentlich bloß das reinschmeißen und hier hast du dann den Output. Das ist eigentlich sehr zugänglich, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Karten, vergiss nicht, dass der letzte Punkt umständlich oder leicht zu handhaben ist. Also nicht nur die Zugänglichkeit, sondern auch das Warten und Verwalten der Maschine. Ei, Chef. Ich korrigiere. Ja, also, da muss ich jetzt gerade so ein bisschen reingrätschen. Was war dann der vorletzte Punkt? Kompaktheit, also wie groß die Maschinerie ist. Richtig. Ja, okay, dann habe ich das doch richtig gemacht. Okay, achso, wie wartungsintensiv das hier ist, wenn was passiert, oder wie meinst du das? Ja, oder wenn du jetzt sagst, es kommt ein neues Erz dazu, dass du das mit einbauen musst, zum Beispiel. Okay, theoretisch, du kannst dir herrennen, zum einen Hintertür, kannst eins reinlegen, das wäre jetzt nicht so schwer. Das Kohle, ja, ich weiß, Kohle muss man halt dann selber hier rein hinrennen. Ja, okay, das ist halt jetzt nirgendwo verbaut. Also von dem her ist es gerade extrem zugänglich. Du kommst noch überall hin, wo du hinkommen willst. Und das ist ziemlich offensichtlich und weißt auch eigentlich direkt, wo was hin soll.
Ich rede gerade ein bisschen, dass das Gold ständig hin und her fließt. Ding, 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 ding. Ja, machen wir es mal trotzdem. Ja, ich mach mal so. So. So, ich habe jetzt meine. Du hast deine. Gut, dann meine. Wären wir hier hast, durch. Hast du deine auch schon geschrieben? Weil dann schaue ich kurz in den Chat. Gut, dann gebe ich jetzt dem Virus die Talk Power wieder. Achso. Darf der auch wieder Karten, reden? Das mit dem Hin- und Herfliegen kennst du ja, oder? Mit dem Koppel. Ja, ich weiß. Aber ich sehe es gerade so im Hintergrund. Hat ein bisschen was von der Lavalampe. So, Moment, ich mach das jetzt. So, jetzt kann ich nämlich kurz auch rechnen. Sind jetzt alle da? Ich glaube, es sind alle da, ja, Karten. Ich schwebe über euch, ich muss noch schreiben. Virus, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Das wird uns hoffentlich gleich sagen. Genau, ja, sage ich doch. Dafür stehen wir alle hier. Oder fliegen, schweben. Ja. Also, ich habe dabei mir jetzt so gedacht, dass man, wenn man hier auf die Platte geht, dass man dann ein geschriebenes Buch bekommt. Dass man dann wieder in den Hopper reinpacken kann, dass man halt da was reinschreiben kann, damit der. Als Information, falls irgendwas ist. Und so, dass man das halt immer wieder nachfüllen kann und dann hier sich das Buch rausholen kann. Aber da ich erst vor 20 Sekunden vor Schluss die Federn bekommen habe, konnte ich kein geschriebenes Buch mehr machen. Also auch Zeitmangel, ha? Ja, Zeitmangel. Und fehlen die Federn. Die Runden sind einfach zu kurz. Also im Grunde wolltest du das als Tagebuch machen, dass wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt irgendwo was hinschreiben, gehst du hin, kriegst ja, Buch, so allgemein was auf. Für Spieler, sodass die kriegen mal ein geschriebenes Buch, packen das da rein und ich kann dann halt vielleicht für Bugs oder sowas nachgucken. Und welche Rolle hat der Item-Detektor? Der habe ich einfach nur als als Output genommen. Output benommen, weil ich nicht wusste, was der genau macht. Okay, gut, Wo ist das Buch? Das Buch ist eins, ist im Filter. Ah, das ist in dem Filter drin, okay. Karten? Ja. Ich glaube, da ist keine Milch mehr drin, schau mal. Wo ist keine Milch mehr drin? Ja, die Milch... Schau mal, die haben alle Regeneration drauf. Habt ihr alle Milch getrunken? Seid ihr besoffen oder so? Denkt daran, wenn keine Milch mehr da ist... Gibt's Verstrahlung. Richtig. Dann sterbt ihr halt alle, es ist eure Schuld. Gut, ich fange mal an. Also, es sind alle Items platziert. Also, ja. 3 Punkte, ist klar. Die Funktionalität. Ich mach's jetzt mal so. Gib mir mal... Hoppala, Dinge. Ich sag, alle Items sind da, gell? Also, man müsste jetzt halt ein Buch reinmachen, weil mein Filter halt das Bücher. Buch. So, ich möchte jetzt hier was aufschreiben. Huch, und da flogst du davon. Ein Buch. So, dann beschreibe ich das, bla bla, schmeiß das in den Hopper rein und dann würde es in der Kiste laufen. Funktioniert theoretisch. Jetzt kommt's. Praktisch. Was ich da so ein bisschen. Okay, er hat jetzt den Filter als Output genommen, aber das ist definitiv nicht das Anwendungsbeispiel, das ich mir erhofft hatte. Sagen wir es mal so. Ich habe dir extra vorher gesagt, du sollst dir nicht irgendwas ausdenken und das müssen die bauen, sondern die sollen selber denken. Das habe ich extra gesagt. Du sollst dich immer auf dein Beispiel zurückführen. Jetzt erweitere deinen Horizont. Und jetzt mach mal. Du hast viel mehr Zeit zum Nachdenken, wie du das bauen könntest, als wir. Schau mal auf den Horizont. Schau mal, wie weit er ist. Das ist mein Horizont. Also halt die Klappe. Shut up und bewerte. Okay, was gebe ich denn da? Was gebe ich denn da? Quadratisch gut. Ach, da ist das Buch. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Warte mal. Funktioniert das eigentlich? Ich will das testen. Zack. Ah, okay. Sagen wir mal. Geht bei den Himmel High Five. Und umständlicher oder leicht zur Hand haben. Das ist eigentlich. Okay, hab fertig. Ja, wie man gesehen hat, es funktioniert. Ich hocke mich da drauf. Dann kommt das lustige Buch hierher, sofern Bücher drin sind und es regnet. Dann muss ich es halt hier sehr einsammeln. Praktisch wäre halt hier gewesen, hier irgendwie Blöcke hinzustellen, damit ich es halt direkt ins Inventar kriege. Das habe ich hier gerade ausprobiert. So, jetzt habe ich direkt 2 Bücher. Das, was es machen soll, tut es. Danach kann ich hier beschreiben und sagen, hier kriegst du Bücher. Bücher. Kannst du mal einen Mogel kurz porten? Okay. Das, was es machen soll, tut es.
Okay, dafür einen Item Detector jetzt zu verwenden. Ja, hm. Okay, das ist nicht das Anwendungsbeispiel, das ich mir erhoffe. Ja, aber das. Ich diskutiere jetzt nicht mit dir. Es funktioniert. Okay, kompakt, auch? Ja, es ist sehr kompakt. Okay, theoretisch hätten wir jetzt hier noch die Leitungen so verlegen können, hier noch ein Panel hin und bla, Cover hin und bla, aber das spare ich mir jetzt. Und wo man das Ding hier aufstellt, ist im Prinzip ja so Einwerfposten, keine Ahnung, Briefkasten, das ist ja auch im Prinzip egal. Von dem ist es eigentlich sehr kompakt. Ja. Dann machen wir so. Und Zugänglichkeit, was ist mit Wartung und so weiter, wie Lox das so schön gesagt hat, also Wartung wäre ja hier was Neues reinschmeißen. Das wäre auch noch recht gut und dann, huch, hier, okay, zugänglich ist es ja relativ gut eigentlich. Was bringt das Holz in der Ecke? Es sollte Deko sein, weil ich glaube, du hast noch gedacht, das gehört noch dazu, oder das Aussehen? Ja, dachte ich auch noch. Ich habe das verlesen. Ja, das haben wir rausgenommen, weil das viel zu subjektiv ist und das hat mir nicht gepasst. Was schreibe ich jetzt bei Zugänglichkeit? Ich merke gerade, dass meine Musik ein bisschen laut ist. Moment. So. Aus Gründen. Zugänglichkeit. Weil ist so. Ihr könnt euch ja schon mal rüber zur Plattform bewegen, ich werte dabei aus. Ja, gut, dann folgt mir doch bitte zu den Kuchen hier, dann lasse ich euch schon mal runter. Ja, ich muss noch kurz überlegen, was ich Zugänglichkeit schreibe. Dann stellt so. Ihr euch bitte in eure Farbe hinein. Und harret der Dinge, die da kommen. Genau, die Zuschauer so. Können schon mal hier... Ich hocke mich mal da oben hin, damit ihr die Leute sehen könnt. Hier bewundert sie nochmal in ihrem Antlitz. Halt vielleicht mit Namen. Lox, da wäre ein Schalter recht. Warum gehe ich recht in der Raumnahme, dass der letzte Platz eng umkämpft ist? Moment, ich muss mal kurz hier zusammenrechnen. Ich weiß doch nicht, wer der letzte Platz ist. Wenn es dazu keine Excel? Nee, Karten ist doch Mathe-Student. Für alle letzter Platz. Also dürfte ich nicht rechnen können. Genau, für alle können jetzt ihren Tipp abgeben. Kann das keiner hören, ich muss hier gerade SOS. Die Wetten laufen. Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 4. Okay, Moment, wer fliegt denn jetzt eigentlich? Moment, wo sind jetzt meine... Jetzt muss ich kurz meine Ergebnisse durchschauen. Ich habe jetzt 4 Pizza. Da. Das ist unglaublich. Ich muss jetzt drücken, oder wie? Ja. Soll ich drücken? Also es geht los. Und es wurde gedrückt. Und? Wer fliegt? Wie lange dauert denn das bitte? Scheiße. Ja, komm, du lebst. Machen wir das Ding aus. Machen wir das Ding aus, Junge. Orkard überlebt. Es war ein ganz knappes Rennen um einen Punkt. Vielen Dank, Chris. Ein Punkt? Um einen Punkt. Ganz, ganz knappes Ding. Wahnsinn. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Du kannst ja wieder auf die Plattform. Warum auch? Also ich hätte echt gedacht, dass ich verliere. Dachte ich zuerst auch, aber ich... Scheiße. Ich weiß gerade nicht, warum wir... Boah. Na gut, kann echt, sein. Das ist eine neue Chance. Das ist ein Punkt. Ich habe hier die Zettel in der Hand, das ist genau ein Punkt Unterschied. Gut, wie gesagt, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Du kannst natürlich auch noch hier bleiben und dir anschauen, wer als nächstes rausfliegt. Kannst du schon denken. Garantiert ich. Wir machen es jetzt so, wir starten kurz den Server neu, damit alle Ressourcen aufgefüllt sind. Und dann kommt ihr einfach wieder auf den Server drauf. Genau, dann müssen wir euch halt wieder hierher bringen. Genau, ihr seht das ja auf dem Livestream dann. Ich mache jetzt einfach mal kurz so eiskalt einen Stoppbefehl. So, und ich stoppe jetzt auch bei mir die Aufnahme und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschö.